Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Hallo, lieber Mariam Hallo, aus der Schweiz. liebe Mariam und liebe Zuschauer. Ja, freut mich, euch hier online zu begrüßen und zu sprechen und wollt ein bisschen mit euch vor allen Dingen auch mal über euren Hintergrund reden. Diesen ominösen Namen Onitani. Was verbirgt sich Esoterisches dahinter? Das haben wir gechannelt und über siebenfachen, über Planeten, nein, Scherz. Wir hatten uns ganz, ganz am Anfang, hatten wir uns Seelenmusik.ch genannt. Und irgendwann haben wir festgestellt, das ist ja gar kein Bandname. Aha. Dann habe ich mich hingesetzt, habe meinen Namen, also den Namen, zuerst den Namen von Fino, meinen Namen aufgeschrieben und dann war es das, pam, war das einfach gerade im Feld, Onitani. Das war Tino rückwärts und der T gehört beiden und dann nachher, Ani, das bin ich rückwärts. Also Ja. Bettina, Ina, Ani. Also das sind Bettina ist Ani. Der Schluss von Bettina, rückwärts. Ina, Ani. Und Tino rückwärts ist Onit. Und der Schluss von Bettina ist Ani. Verstehe, verstehe. Oni, Tani. Und das Wow, T, ja. das Geheimnis ist gelöst. Ja, und das T gehört eben beiden. Ich habe zwei T und da schließt sich der Tino dann auch gerade an. Ja. Und man kann es auch, man könnte es auch wie Cindy und Bert nehmen, Tino und Tina oder Tina und Tino und Es ist so wie ein Dach über uns, das T. So ein bisschen. also wir T sind wie eben, Theo, wie nein, T wie wie Tino Tino. und Tina. Oder together, Beinahe, oder. man könnte das T auch als Theo, als das Dach ist Oder Gott. genau. Together. Ja. Ja, war einfach nur so gerade eine spontane Idee, aber Ja. Ja, Theo, okay. Theo. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr überhaupt Seelenmusik macht? Ich meine, das ist ja sicherlich eine Entwicklung gewesen. Wie könnt ihr ein bisschen was über eure gemeinsame Entwicklung bis zu dem Punkt, dass ihr halt angefangen habt, diese wunderbare Musik zu machen? Was ist Ja. passiert? Ganz, ganz, ganz der Anfang war, ich war in einem Chor und war schon 4 Jahre dort. Und dann 1999. kam Tino und stellte auf die Nippelwege und stellte sich vor als neuer Dirigent. Er hatte ein Probedirigat gemacht und wurde dann fest angestellt und in kürzester Zeit war erstes Rendezvous am 25. November. Und am 27. November haben wir uns füreinander entschieden. Also die Liebe zur Musik war von Anfang an dabei. Und anderthalb Monate später bin ich bei Bettina eingezogen. Und am ersten Wochenende entstand schon unser erstes gemeinsames Lied, damals noch komponiert. Tino war am Keyboard, hat Musik gespielt, war Aha. damals aus, irgendwie einfach aus dem Feld raus. Und ich habe den Text dazu gemacht. Es war alles noch sehr relativ grobstofflich in dem Sinn. Naja, klaut es mir den Stern vom Himmelszelt, War gab's der Titel. irgendwie. Gab es die Nochmal, wie war der Titel? Brautest mir den Stern vom Himmelszelt, gab es die mir als Pfand, also so grobstofflich war das schon Ja, das nicht. war schon damals. War eine Liebeserklärung. Rat's mit mir die Reise an, wo das Ziel ist unbekannt, nie gesehen und doch gekannt, Kennt. als du dann auf einmal vor mir standst. Ja. Das war ich aus Friedrich, ich habe gerade Gänsehaut. Ich habe ihn an seiner Stimme wiedererkannt und wir hätten uns nicht früher begegnen können und auch Sollen? nicht Nein. sollen und nicht später, sondern es war genau und darum ging es dann so extrem schnell. Und dann auch mit anderen Musikprojekten, die wir hatten eine DVD produziert, wir hatten ein abendfüllendes Programm mit Theaterinszenierung und Gesang und Musik. Und ja, wir waren immer aktiv im Feld der Musik. Ja, das hat uns immer begleitet, immer so. Das war unser Background, war einfach Musik in verschiedenen Arten natürlich. Irgendwann habe ich das Dirigieren abgegeben. Da war mir das einfach. Meine Zeit war zu Ende mit Dirigieren. Ich habe sehr viele Chöre und sehr lange. Ich habe über 20 Jahre dirigiert, Chöre dirigiert und Komponieren. komponiert, habe viel dazu geschrieben. Und ein Teil meiner Chöre, die mussten dann
die waren mein Medium eigentlich, die durften dann meine Kompositionen singen. Das war ganz toll. Eine tolle Möglichkeit auch für mich, selbstverständlich. Und irgendwann im 2011 habe ich entschieden, nichts mehr zu komponieren, also nichts mehr zu schreiben, nur noch aus dem Moment Musik zu machen. Aber das hast du ja schon vorher auch gemacht, das war schon da, nur hast du es dann noch zu Papier gebracht, also die Kompositionen. Also diesen Schritt hast du ja dann eigentlich im Prinzip ausgelassen, weil du hast da so eine besondere Gabe, dir fließt die Musik einfach zu. Oder ich konnte ihm ein Blatt mit Text hinstellen, das war sofort, war Musik da, das war wie seine Noten. Also er konnte mit allem schon damals in Verbindung gehen, schon als wir wirklich Sehr das grobstofflich, erste. Ja, ja. aber nur zum Sagen, ja, und ich hatte parallel schon im 19, wann war das, 89 schon angefangen mit dem Seelengesang. Aber dann auch irgendwie so nach etwa nach 10 Jahren oder so, dann aufgehört und dann erst wieder eingesetzt, als Tino dann wirklich halt das Schreiben nicht mehr gemacht hat. Und ich habe mal gesagt an einem Tag, komm, wir schauen mal, was geschieht, wenn wir das zusammenfügen. Und schon ist die erste CD entstanden. Ja, und die hieß Start. Und Ja, dann kam und die ist, erfolgreich, dann, Solo und, und. ja, ganz viele, wir haben über 100 CDs schon produziert. Wow, In der 100 Tat, CDs, Wahnsinn. über 100 CDs, ja, und auch schon über 100, glaube ich, 140 Konzerte gegeben in dieser Zeit, in diesen 12 Jahren. Und uns hat es war ganz komisch. Normalerweise ist es ja so, Musiker, die bereiten sich vor, die machen dann ein Release von einer CD und dann wird alles in diese CD oder in diesem Album, wird die ganze Energie und die Kraft reingegeben und dann soll es Ertrag geben. Bei uns war es nicht umgekehrt, aber bei uns war es einfach so, wir haben das einfach gemacht und dann haben wir es rausgebracht und dann war schon die nächste da und die nächste und die nächste und es war so, So viel im Feld, ja, es ist, das zu den Menschen wollte. ja, und es war für uns kein Thema, dass wir auf irgendetwas warten sollten, sondern auf den richtigen Moment, ja, wir müssen ein Album vor Weihnachten rausbringen, unbedingt, Ja, ihr ich Album weiß. vor Weihnachten, da stürzen sie sich drauf. Nein, wir sind da einen eher unkonventionellen Weg gegangen und zwar den Weg, dass wir in den, wie sagt man eigentlich, zwischen 2011 und 2020, die 2010er Jahre, sagt man das so? Da sind wir sehr viel unterwegs gewesen und vielen Messen, Kongressen und Auftritte da und Auftritte da. Im 19 hatten wir 43 Auftritte. Also von Schweiz, Deutschland und Und Österreich. Ich Österreich. möchte nur noch gerne was einfügen, und zwar war das am Anfang die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Wir sind ganz rudimentär gestartet. Wir hatten mit einem, was war das, Ein Diktaphon, mit der einem. stand vor uns so und so haben wir es aufgenommen. Ja, und genau Anfang und Ende abgeschnitten, und dann haben wir die CD selber gebrannt, haben ein schönes Case dazu gemacht, immer mit dem gleichen Bild und noch ein Kleber drum. Und ich weiß noch, einer der ersten CDs, das war eher erfolgreich, die hat dem Pascal Fockenhuber so gefallen. Da hat er dann diese auch mitgetragen in seinen Kursen Seinen und Schülern so. empfohlen, Seinen ja. Schülern, und die haben dann dazu auch Meditationen gemacht oder was auch immer. Und irgendwann kam dann wirklich der Moment, wo wir gesagt haben, so, jetzt wird ein neuer Schritt, dann geht es einen Schritt weiter, wir lassen sie drucken. Und dann kamen wir zu dir. Das war so, glaube ich, Und dann kam? kamen wir zu dir, Ah, 2018, zu Spirit. One Spirit. Ah, das war Das war der so. Zeitpunkt, wo ihr dann angefangen habt, die CDs richtig drucken zu lassen. Genau. Ja, ich hatte auch vorher von euch noch nichts gehört. Ja. Also, Ja, das. alles brauchte seinen Weg, seine Zeit. Also Ja. ich kann mich erinnern, wir hatten noch mal angefragt, als du noch das große One Spirit oder Baden-Baden. wie hieß das? Rainbow Rainbow. Spirit Festival. Jawohl, da hatten wir uns mal angemeldet und das war alles ausverkauft schon. Und bis das dann, ich weiß nicht, wann war dann das erste, In 15, das oder? in Freudenstadt, das die
Der erste. Das erste in Freudenstadt war 2015, ja. Ja, da Also, waren wir von wir Anfang waren an von Anfang dabei. an dabei, ja. Ja. Und wir haben durch alle Zeiten mit dir zu dir Ja, gehalten und durch dick gefunden, und dünn. wenn du das schon machst, dann unterstützen wir diesen wunderbaren Event. Und ja, wir sind auch wieder dabei jetzt. Ja, ich Vielleicht weiß auch noch, wie ich das erste Mal bei euch dann drin gesessen habe und wirklich erstaunt war, mit was für einer Leichtigkeit ihr diese Musik auf die Erde gebracht habt. Also das war sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Habe ich dir, glaube ich, nachher dann auch gesagt. Das geht mir auch heute noch so, wenn ich euch höre. Es ist einfach eine wunderschöne, harmonische Musik, die ihr da auf die Erde bringt. Und auch der Mut, diesen Gesang in Lichtsprache, würde ich mal sagen, nennt man es ja heute, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so nennt. Es, die Lichtsprache, die du, Bettina, dann in diese Harmonien einpflegst, sage ich mal so, ist also wirklich sehr mutig und sehr beeindruckend, finde ich. Das bin ich auch jedes Mal. Ich bin jedes Mal sowas von erstaunt, wie Bettina das überhaupt machen kann. Ich habe ja leicht, ich habe ja, ich mache ja die Musik oder ich mache die Musik. Ich weiß, jetzt kommt A-Dur und dann kommt vielleicht D-Dur und ich weiß ungefähr, wie das ungefähr tönt und kann eigentlich besser einsetzen. Aber Bettina hat null Ahnung, was ich spiele und ich habe auch null Ahnung, in welche Richtung es geht mit ihr. Und mittlerweile ist das so, dass ich hier und da gar nicht weiß, wer das führt. Ob ich das führe, ob ich sie begleite oder ob sie mich begleitet. Hier und da haben wir einfach das Gefühl, wir haben den gleichen Dirigenten Genau. irgendwo und Das ja. ist das ganz große Geheimnis. Wir stellen ja uns in dem Sinn zur Verfügung. Wir gehen in diese Energie rein. Was auch immer das Thema ist, was auch immer die Absicht ist, alles ist ja Schwingung und wir können es einklicken. Jetzt bekomme gerade ein Bild. Früher die Telefonzentralenverbindung. Also du musst es kurbeln, da wurdest du eine Zentrale. Aha. Dann hast du gesagt, du hättest gerne die und die Verbindung, dann haben die dich eingestöpselt. Und so kommt mir das vor, dass wenn wir anfangen, machen wir und dann Verbindung, Stöpsel und dann steht die Leitung. Dann fließt Genau. das, dann kommt genau das, wo eben genau in dem Moment gebraucht wird. Und ich kann immer wieder dorthin anrufen, aber es ist jedes Mal ein anderes Gespräch, aber immer die gleiche Verbindung. Ja. Je nachdem, wo ich dann wähle oder wo du eben wir sind, wir haben ja dann zusammen den gleichen Stöpsel. Aha. Aber Ja, ein Doppelstück. ich wollte dir Genau. noch Danke sagen, lieber Mariam. Deine Worte haben mich wirklich sehr, sehr berührt, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast. Es ist auch, wir selber waren jedes Mal überwältigt, wenn wir uns dann im Nachhinein die Aufnahmen angehört haben, weil das war immer so, wow, und das kam durch uns durch. Das ist noch bis heute so geblieben. Das ist nur eine tiefe Dankbarkeit, dass wir uns eigentlich wir dürfen uns zur Verfügung stellen und es fließt. Und das ist bis heute hat das nicht an seiner Faszination verloren und man probiert es immer irgendwie in Worte zu sagen. Aber am besten ist ja immer, wenn man es gerade in dem Moment hört und fühlt. Und vielleicht für Leute, die uns jetzt noch nie gehört oder gesehen haben, ich möchte gerne, oder wir möchten euch gerne aus diesem Moment heraus uns mit euch verbinden und eine kleine Sequenz für euch singen. Seid ihr bereit? Habt ihr alle die Ich Augen zu? bin bereit und die, die das dann nachher sehen, sicherlich auch. Okay. No one necessary. And I hear the way,
kirko nun toa eka sinuteika. Dankeschön. Dankeschön auch. Ich habe Danke. das ja auch mit euch letztes Jahr live auf der Bühne erlebt, wie das quasi, das wurde ich ja noch mit eingestöpselt in der Telefonzentrale, ja. Das war Und Platz das für ganz hat ja viele. fantastisch, also sowas von fantastisch, harmonisch, synchron funktioniert, als hätten wir das schon 100 Mal gemacht, so ungefähr, ja. Also ich muss echt sagen, ich war auch nachher, als ich es dann gehört habe von den Socken, wie gut das rüberkommt. Ja, und wir freuen uns schon jetzt riesig wieder, dass wir das mit dir erleben dürfen. Wenn ich mich recht entsinne und das Programm gut im Kopf habe, machen wir das zweimal, ist das richtig? Am Ja, Samstag einmal und am am Sonntag. Samstagabend beim Jubiläumsevent und dann am Sonntag bei eurem Konzert. Wir freuen uns. Ja, ich denke auch, wir haben. Was ist passiert? Okay, das war Durch so. all die Zeiten, wo wir am One Spirit Festival waren, haben wir wirklich schon, ich denke, einen gewissen Bekanntheitsgrad dort erreicht. Und jetzt kommt mir gerade was in den Sinn. An unserem allerersten Konzert in dem Saal auf der Bühne, wir waren das nicht gewohnt, wie das hier dort zu und her ging. Normalerweise, wenn wir vorher Konzert hatten, Türe zu und dann haben wir angefangen, damit nichts gestört wird. Aber dort war es Leute rein und manchmal auch wieder raus, weil sie einen Vortrag hat und wieder rein. Und wir haben das Gefühl, jedes Mal hat sich die Energie verändert. Und am Anfang waren wir wirklich ein bisschen irritiert, aber das zeigte uns dann, aha, jeder, weil wir haben uns ja mit den Leuten, die dort waren, verbunden. Und jedes Mal, wenn einer dazu kam, hat sich wirklich die Energie im Feld verändert. Und mit der Zeit wurden wir natürlich richtig Profi, dass wir das. Dass uns das nicht mehr irgendwie aus Konzept gebracht hat. Und ja, früher musste alles schön ruhig sein. Und dann irgendwann später kam das dazu, dass wir mitten in einem Saal, wo noch ringsherum noch Leute, noch Betrieb war, dass wir einfach in diesem Feld waren und alles andere war dann auf einmal wie ausgeblendet, weil wir einfach dann in diesem Kanal sind. Ja, das kann auf dem Festival mitunter schon auch irritierend sein, dass die Leute halt rein und rausgehen, aber dadurch, dass wir ja 10 Räumlichkeiten quasi parallel betreiben, müsste man quasi an jede Tür Personal stellen und dann kannst du das Ganze vergessen. Da kannst du nur darauf vertrauen, dass sich das Ganze von alleine arrangiert und das tut es dann auch. Ja, also es ist ein so tolles Festival. Ja, wir fühlen uns einfach geehrt, dort zu sein. Es ist ganz interessant. Es verschwindet alles, außer dass wir da sind und alle, die da sind. Alles andere verschwindet. Das ist ganz interessant. Es steht nichts anderes im Vordergrund als die Begegnung mit verschiedenen Menschen in ihren verschiedenen Formen und also Formen, in diesen verschiedenen Darbietungen. Und es ist, sind doch sehr viele unterschiedliche Angebote und natürlich auch sehr viele Musiker da. Und Immer wunderschöne Begegnungen. ja, und ich habe ein Geheimnis, das ich allen Musikern verraten möchte. Da ich ja jetzt pensioniert bin, darf ich das sagen? Nein. Wir haben uns nie kritisiert. In dieser ganzen Zeit, die wir Musik machen, haben wir einander nie kritisiert, weil wir der Meinung sind, dass Kritik nichts anderes macht als zerstören. Es gibt keinen Grund, etwas zu kritisieren. Es gibt nur einen Grund, sich daran zu freuen, dass etwas passiert. Und das ist Ja. einer dieser Geheimnisse, die wir auch mit anderen Musikern so pflegen, die mit uns zusammenspielen. Die wissen, wie das ist, die fühlen sich wohl, weil es da einfach alles darf geschehen. Wir hatten auch am Festival bei dir, hatten wir auch mit anderen Musikern schon Konzerte und das war einfach fantastisch. Ja, ich schätze das auch sehr, dass ihr andere einfach einladet.
mit euch zu spielen und zu sein. Ihr habt einfach eine echte Willkommens Kultur sozusagen, ja, wenn ihr mit Leuten zusammenspielt, das ist alles, wird zu einem Einheitsfeld, auch wenn ihr Leute einladet, wie also, ihr habt ja mit Nancy Holden und Otto Lichtner, sagt man, genau, und ich weiß nicht, wie ja, man da. ganz viele andere. Und wir wurden ja schließlich auch zweimal eingeladen mit Seom. Wir waren dann die Zugabe bei ihm. Und wenn ich zwischendurch begegnet mir wieder diese Aufnahme so im Facebook unter Erinnerungen. Und das war einfach unglaublich. Nicht geprobt, sondern einfach zusammen in das Feld gegangen. Und es war so, so wunderschön. Absolut, ja. Und auch wenn bin ich auch tief berührt. Am Sonntag ist ja Healing Time auch immer, dass wir anbieten, wo die Leute zu uns auf die Bühne kommen können und wir dann in die persönliche Verbindung gehen, in die ganz persönliche Seelenverbindung. Und was dort immer geschieht und auch die Rückmeldungen, die wir dann anschließend bekommen, das berührt auch immer unglaublich und ist ja auch Teil unserer Arbeit, dass wir für Menschen eben in ihre Heilenergie sie führen können. Also da sind so unglaubliche Geschichten schon passiert, Heilungen. Eine Frau, die, also das war dann bei uns zwar, die war nach 8 Jahren, sie hat sogar ein Buch drüber geschrieben, ist das Feld aufgegangen und sie wurde schwanger. Und es passieren solche unglaubliche Dinge mit diesem Seelengesang. Also wir nennen es Lichtsprache, wir nennen es Seelengesang. Und im Schluss spielt es ja keine Rolle, weil jeder hat ja das auch in sich drin und darum berührt es auch. Da kommst du in Kontakt mit deinem ureigenen Sein. Und das ist eben das, was unsere Musik so einzigartig macht. Mittlerweile hat es viele, die das jetzt auch machen. Als wir angefangen haben, habe ich niemand gekannt, der es auf diese Art und Weise macht, wie wir eben mit diesem Seelengesang. Hat es eigentlich schon immer mal wieder gegeben. Also zum Beispiel der Peter McKenna hat früher auch quasi Seelengesang gemacht, ist aber dann irgendwann wieder davon weg. Den kenne ich Und nicht. auch Lex van Someren hat früher das gemacht. Also ich kenne das in meiner spirituellen Naja, Geschichte. da Ich hast du streue natürlich schon ganz. an verschiedensten Ecken, aber in letzter Zeit, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren kommen immer mehr Menschen eben zu dem, was inzwischen halt eben Lichtsprache heißt. Wir haben ja auf dem Festival auch jetzt mehrere Leute, die Lichtsprache machen, aus Amerika eine Frau aus Schweden und auch eine Deutsche, die das macht. Das ist irgendwie ganz klar, dass immer mehr Absolut. Menschen ihren persönlichen Ausdruck und ihre persönliche Verbindung zur geistigen Welt halt auf ihre Art und Weise ausdrücken. Und ich finde das sehr, sehr schön, diese Varietät und auch diese Freiheit, die da drin liegt. Ja. Absolut. Und das ist ja ein ganz klares Zeichen, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, dass dies ins Feld kommt. Und so reisen wir auch diesmal an am Samstag, wenn wir am Jubiläum sind, und bringen ja die Katja Kramer von Lamanda's Voice mit und den Marco Brodbeck. Und wir haben auch mit ihnen jetzt auch schon mehrere Aufnahmen gemacht. Also vor allem an den Bewusstseinstagen haben wir auch noch mit anderen Künstlern zusammen, die aber nicht mitkommen. Aber wir werden vor Ort dann mit der Katja und dem Marco in dieses gemeinsame Feld eingehen. Wunderbar. Ja, wir sind gespannt Da auf diesen freue Abend. ich mich jetzt schon drauf. Ja, wir uns auch. Und für uns war immer wichtig, dass wir dabei sind, damit das weitergeht. Ja, weil wenn keine Künstler mehr oder Ja. die da mitmachen und auch keine Aussteller mehr sind, dann kann ja das nicht weitergehen. Aber sogar durch diese Zeit, wo man nicht mehr so offen, durch die Corona-Zeit, was hat's trotzdem, es hat immer stattgefunden. Du musstest es nie absagen. Da möchten wir dir Ja. wirklich danken, dass du den Mut hattest. Weil viele hatten in dieser Zeit nicht mehr den Mut, das zu machen. Sie hatten Angst vor was auch immer. Aber nur einmal erinnere ich mich an das. Normalerweise singen wir ja immer mit den Leuten am Schluss.
Nur Genau. damals, es war, glaube ich, dann im 21 In oder im 20. 20. Beim ersten Mal, Ja. das war ja zweimal während Corona und beim Ja. ersten Corona. Und die haben nur so ganz zögerlich Ich gesungen. gesungen und wir haben gedacht, was, wieso singen die? Die singen Ja, so so schlecht. einige haben ganz so ein bisschen verhalten dann gesungen, bis du uns dann nach dem Konzert gesagt hast, dass es nicht erlaubt war zu singen. Das wussten wir gar Und wir nicht. wussten es nicht, nein. Aber es ist für So mich war ein Schwachsinn. ja. Ne? Ja, jetzt lachen wir Ja. drüber, aber damals, also es war Aber ja das haben wir unglaublich. dort schon gesagt. Eines Tages werden wir darüber lachen. Und mir kam das vor, lieber Mariam, du hast das gemacht wie ein Fluss. Ein Fluss sucht sich seinen Weg. Du hast dann auch den August verlegt und du hast einfach diesen Fluss fließen lassen. Und da sind, ich spreche wahrscheinlich für alle Künstler und alle, die dabei sind, du hast einfach so vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, in dieser widerwärtigen Zeit doch eine Plattform zu schenken. Und da bedanken wir uns ganz sehr. Es fehlt mich gerade, ja. Kann man wirklich nur Danke. Danke, Es Danke, Danke war sagen. auch für mich ein wichtiges Erleben, da dran zu bleiben und auch mich damit auseinanderzusetzen und mich mit den Behörden auseinanderzusetzen. Ich war quasi der Erste, der überhaupt in Freudenstadt getraut hat, sich eine Veranstaltung zu machen während der Corona-Zeit. Ich habe dann das Hygienekonzept ausgearbeitet und mit den Behörden abgestimmt. Und die waren dann nachher so angetan davon, dass sie gefragt haben, ob sie es an andere Veranstalter weitergeben dürfen. Ja, Fand ich dann schon witzig. das war wirklich ganz, ganz toll, dass du dort die Plattform gehalten hast. Das Ganz war wichtig, ja. unglaublich wichtig. Ja, glaube ich auch. So eine richtige tolle Lichtsäule. Ja, bin ich mir selbst auch dankbar für. Ja, wunderbar, du. Ja, ich freue mich, dass wir euch jetzt ein bisschen näher kennengelernt haben und hoffe, dass viele das jetzt auch zum Anlass nehmen, euer Konzert noch mal intensivst, eure Konzerte intensivst zu besuchen und auch einfach mit dem Wissen, was sie jetzt darüber haben, wo das herkommt, das wirklich zu genießen und auf sich wirken zu lassen. Ja, Auf und jeden wer Fall. gerne möchte, sich anhören, wie das geklungen hat von uns, Ja, genau. der kann bei uns, bei unter Onitani, kann auf YouTube gehen und gibt einfach ein Onitani Mariam und oder One Spirit, ich weiß nicht mehr genau, unter was es ist. Vielleicht magst du es auch Ich selber verlinke es noch. einfach unter dem Video. Das ist doch ganz toll, dann Ja. können Sie sich das anschauen, weil das etwas vom Schönsten, das wir erlebt haben, war wirklich diese Meditation mit dir. Das war mehr als ein, das war eigentlich keine Meditation in dem Sinn, das war, ich kann es gar nicht sagen, das war, Energie-Happening, sagen wir es mal ja, so. genau, das war banal gestöpselt, direkte Leitung. Es war eine holistische Auffahrt. Ja. Vielen Dank und in dem Sinne freue ich mich auf euch auf dem Festival und danke euch für das Gespräch. Danke Danke dir. auch, lieber Mariam, und danke euch da draußen. Und Ich wir hoffe, es freuen hat uns, Platz. euch Ne? zu sehen. Ich hoffe, Ja. es hat Platz genug, weil den Platz schaffen wir dann einfach. Wir freuen uns auf dein 30-jähriges Ja, Jubiläum. Und wir ja. gratulieren von ganzem Herzen. Toll, toll, dass. Danke. Danke dir. Dankeschön. Also, bis bald euch. Alles Gute. Also.